Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von GTA 3. Wir fahren einfach mal direkt zum nächsten Auftraggeber. Ich würde sagen, dass wir da Kenji nehmen. Die Rüstung haben wir ja noch voll. Die bauen hier einfach mal Unfälle, auch nicht schlecht. Und hoffen dann mal, dass wir unbeschadet dort ankommen. Fahren wir mal hier durch die Stadt und können auch mal ein bisschen schneller fahren. Und bauen direkt einen Unfall. Oder fahren einfach mal alle um. Ja, so kommt man auch durch Ampel gebremste Straße. Ja, da sind wir auch schon am Casino angekommen. Leider kann man hier noch nicht da drinnen ein bisschen zocken. Geld genug hätten wir ja mit 600.000. Aber macht ja nichts. Wir machen einfach die Mission. Der Jamaika-Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Wir müssen also einen Yardi-Wagen klauen. Dafür müssen wir dann so gesehen wieder komplett zurück. Das ist keiner. Schade, aber irgendwie reizt mich so ein Wagen dann doch mehr. Er ist auf jeden Fall bedeutend schneller. So, dann schauen wir mal, wie schnell wir denn jetzt mit dem Wagen wieder auf der anderen Seite der Stadt sind. Ach, so wird das natürlich nichts mit schnell auf die andere Seite der Stadt zu kommen. Mal eben. Oh, ja, das war okay. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, wo findet man die denn nochmal genau. Ich meine, mich daran zu erinnern, was fahren hier denn so viele Militärfahrzeuge rum? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es hier in dieser Gegend immer ein paar gab, aber das ist bei GTA ja immer so eine Sache mit Fahrzeuge, die jetzt benötigt werden, zu bekommen. Und das ist keiner. Hier war jetzt natürlich erst recht kein. In der Schlange auch nicht. Ah, vielleicht bringt es was, wenn ich einfach mal durch die Gegend laufe. Oh, wobei. Das wäre jetzt natürlich auch viel zu einfach, wenn man sofort einen bekommt. Schauen wir mal woanders. Vielleicht gibt es da doch noch ein bisschen mehr. Jetzt auf der linken Seite ist auf jeden Fall das Kartell. Mit ihren Kartellcruisern am Regieren, kann man so gesehen sagen. Da haben wir doch schon einen. Boah, wunderbar. Der hier. Schön mit Leopardenfell ausgestattet. Und direkt unbeliebt gemacht. Sehr schöner Wagen. Okay, wir sollen den Kontaktmann abholen. Schauen wir mal, dass wir den Wagen nicht kaputt machen. Und dann geht's ab zum Kontaktmann. Ich hoffe, dass wir da auch heil ankommen. Ohne dass wir A kaputt geschossen werden und B keine großen Unfälle bauen. So. Da ist auch schon der Kontaktmann. Ja, das ist auch. Ja, erhol dich kurz. Ich glaube, in der Zeit hätte ich dreimal gedreht. Hallo. Was macht der denn? Steigt der jetzt auch ein oder ist er nur. Ja, okay, gut. So. Bloß nicht bewegen, nachher passiert da immer irgendwas und man weiß ja nie, wie GTA so tickt. Okay, gut. Das Treffen findet auf dem Krankenhausparkplatz in Rockford statt. Ja, dann würde ich doch mal sagen, fahren wir da auch hin. Wir haben ja schließlich hier ein super Fahrzeug, mit dem man auch perfekt zum
Krankenhaus fahren kann. Kann man nicht hier irgendwie abkürzen? Ja, ich glaube, da passen wir nicht durch. Aber hier weiß ich, dass es da eine Treppe gibt, wo wir auch schon vorbeigefahren sind. Flupp! Drück auf die Hupe. Aber ich habe doch gar keine Hupe. Zerstör die Fahrzeuge und... Was stimmt denn nicht mit denen? Ja, ich habe zum Glück hier noch genug. Ja, die Waffe ist doof. So, ich glaube hier, das ist etwas praktischer. So. Damit das Ganze jetzt noch mal einen Ticken schneller geht, nehmen wir mal hier das etwas dickere Gewehr. Boah, die sind aber hartnäckig. So. Das hat ja gar nicht lange gedauert, die Fahrzeuge kaputt zu machen. Aber es hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe nämlich nur ein bisschen Panzerung verloren. Ich hätte damit gerechnet, dass sie auch ein bisschen mehr machen, ein bisschen aggressiver sind und nicht nur einfach... Boah, da ist einer, der schießt uns ab. Egal. Nicht schlecht. Aber dadurch, dass wir auch schon sehr viele Päckchen haben, haben wir auch schon hier die kugelsichere Weste und dann noch die Schrotflinte oder die Uzi. Schwere Waffen haben wir leider noch nicht, die gibt es erst in der nächsten Stadt. Aber ich glaube, das hätte das Ganze ein wenig zu einfach gemacht. Weil wenn man dann noch mit einem MG oder sonst irgendwas da steht, hat man ja gerade gesehen. Habe ich ja bekommen. Oh, ich hoffe, ich muss nicht mit dem Wagen dahin. Was macht der denn? Ja, so kann man es natürlich auch machen. So, hier. Soweit müssen wir ja auch nicht mehr laufen. Das ist auf jeden Fall super, dass wir hier die Krankenwagenmission gemacht haben. Dadurch können wir beliebig lange rennen. Das macht das Ganze dann doch schon sehr angenehm. Dann kommt ein schnelles Fahrzeug. Jetzt bin ich da, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Das wäre jetzt super. Zack, tot. So, damit hätten wir die Mission auch geschafft. Dann noch nicht, aber so gut wie. Ja, Mission erfüllt. 25.000. Das ist doch auch mal ein ordentliches Sümmchen. Okay, da brauche ich jetzt nicht wirklich noch irgendwie... mit dem Auto fahren. Ich glaube, da renne ich einfach nur schnell hoch und mache die nächste Mission. Vielleicht ist sie auch wieder so einfach wie die letzte. Ja, wir sind in dem Kreis. So, die Gang. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The business is fortunate enough to have our protection. Settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. So, das heißt jetzt also, wir können uns ein beliebiges Fahrzeug nehmen und fahren. Ah, hey, verdammt. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein Polizeiwagen, na super. Weg, ich will keinen Polizeiwagen. Ja, das ist okay. Dann hoffen wir mal, dass jetzt keiner gesehen hat. Hat auch keiner. Der schießt uns zwar an, aber egal. Okay, das ist ja nicht sehr wirklich. Ach, da ist ein Aktenkoffer. Ich drehe lieber einfach mal. Tasche aufgesammelt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich hierbei um eine Falle handelt. Weil, warum sollte einfach so Geld an der Straßenbordsteinkante liegen?
Ah, da haben wir doch schon den ersten, der hier meint, Terz machen zu müssen. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Naja, fahren wir mal zum nächsten Punkt. Der ist wenigstens ein bisschen weiter weg. Und schon fahre ich meinen Wagen kaputt. Das ist ja wirklich am ganz anderen Ende der Stadt. Ja, dort. Dann schauen wir mal, was wir denn hier noch so holen können. Ich sieht jetzt nicht wirklich reich aus. I can't pay you and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Boah. Ja, na super, ihr habt jetzt auch meinen Wagen geklaut. Okay, bestraft die verantwortliche Gang und stell das Schutzgeld sicher. Das wird wahrscheinlich wieder auf die Yadis hinauslaufen. Oder doch nicht, oder doch eher die Kartellbande oder Kolumbianer oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte. Okay, so wie es aussieht, muss ich auf die andere Insel. Gut, dann machen wir das mal. Müssen wir erstmal schauen, wie wir da jetzt hinkommen. Es wird eine größere Fahrt. Oh, mal hoffen, dass hier der Wagen auch standhält. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rüber. Weil hier befindet sich die große Brücke. Das hat schon mal erstaunlich gut geklappt. Okay, die bauen da zwar wieder Unfälle, aber das kann mir ja so gesehen auch eher egal sein. Solange die mich damit nicht ummieten, ist alles okay. Polizei. Uiuiuiui. Der Ladebalken, der Ladebildschirm kam unerwartet. Okay, was natürlich jetzt etwas problematisch hier ist, die Gangs mögen mich ja hier in der ersten Stadt nicht mehr so wirklich. Na gut, müssen wir halt mal eben durch. Das na, wird schon hinhauen, irgendwie. Da werden wir schon angeschossen. Okay, aber was passiert denn, wenn wir hier einfach mit dem Scharfschützengewehr hingehen, weil ich glaube, da habe ich doch noch was. 15 Schuss. Probieren wir da einfach mal aus. Okay, das hat funktioniert. Da ist ein Pfeil. Und da haben wir noch einen. Okay, da hinten sind noch mehr. Dann schauen wir doch mal, was wir da noch so machen können. Oh, das sieht doch gut aus. Der Stern ist auch weg. Falls wir denn überhaupt einen hatten. Und dann können wir jetzt in aller Ruhe die Tasche aufsammeln. Und jetzt soll ich das Geld zum Casino bringen. Na gut. Ausnahmsweise. Mit dem Wagen. Der sieht nämlich gut aus. Er hat Flammen. Außerdem ist er schnell. Was will man mehr? So. Auch wenn ich den gerade eben mehr als kaputt fahre, aber naja. Dafür lohnt sich der Wagen dann doch noch. Er wird auch noch ein bisschen durchlöchert, aber naja. Ist ja egal. So. Hui. Das haben wir auch geschafft. Somit haben wir die erste Insel unbeschadet verlassen können. Schon mal echt praktisch. Und da war wieder ein sehr kurzer Ladebildschirm. Verdammt, das Spiel ist echt nicht für so neue Rechner ausgelegt. Aber solange es läuft, ist ja alles okay. Immerhin läuft es auch mit 60 Bildern in der Sekunde. Denk mal, das ist für YouTube auch ganz angenehm.
So, da sind wir auch schon wieder am Casino von Kenji. Natürlich aber hier den einfachen Weg. Ein bisschen schnelleren. Ob das jetzt wirklich schneller war, lasse ich mal im Raum stehen. Und wir bringen das Geld weg. Nicht schlecht. Und was kriegen wir denn dafür? Dafür wird er nur 10.000. Ja, aber ein bisschen wenig. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Na gut, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal speichern und dann schauen wir mal, wie es denn so im nächsten Part weitergeht. Mit dem bisschen Geld kann man ja nicht wirklich was machen. Okay, wir haben fast 700.000. Na egal. Ein bisschen mehr ist... Okay. Jetzt gehe ich hier noch auf den letzten Metern drauf. Muss ja nicht wirklich sein. Gehen wir mit dem Wagen hier Vollgas, sofern das möglich ist. Oh, ein wenig träge. Aber man kann nicht alles haben. So, schwupp da eben fix durch. Und dann schauen wir doch mal. So, da sind wir auch wieder an unserem Gebäude. Sammeln wir nochmal eben hier alles ein. Haben wir doch ein bisschen Munition verbraucht. Auch wenn wir bedeutend mehr bekommen, als wir verbraucht haben. Gut, würde ich sagen, wir speichern und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis später, der Pump.